Na gut, ich habe mich jetzt an schwerere Übungen herangewagt, muss ich auch sagen. Schwerer insofern, dass ich gesagt habe, ich will mal versuchen, eine Planke, Planche. Das ist vielleicht so ein halb englisches Wort, ich glaube es nicht. Planche ist auf jeden Fall die Planke. Das heißt, ich möchte mal diese Figur wagen, ich möchte mich mal hier waagerecht so hinhängen. Natürlich wird das nicht klappen, das weiß ich auch ganz genau. Aber die Möglichkeit habe ich, indem ich nämlich. In meiner Größe ist das Tor hier, ein Handballtor, gerade richtig, indem ich mich so hinstelle, dass ich hier nicht allzu viel, denkt an die Übung der negativen Klimmzüge, dass ich mich nicht allzu sehr auf dieses Hinhängen am Reck konzentrieren muss, sondern mehr auf alle Kräfte, die meinen Körper waagerecht halten. Wir werden es das gleich mal anschauen. Das heißt also, ich habe die komfortable Möglichkeit, mich schon in halb hochgezogener Haltung hinzuhängen. Ist jetzt Quatsch. Achtung, dran denken, das Tor muss natürlich festgeschraubt sein. Das ist hier in diesem Fall der Fall. Das ist gut. Sonst würde das Ding umkippen und ich würde auch umfallen. Gucken wir uns das mal an. Ich werde tief Luft holen. Der Kameramann hat gesagt, fertig. So, und jetzt geht das los. Ich versuche mich also so waagerecht wie möglich mit dem Körper zu halten. Was natürlich nicht ganz gelingt, auch nicht ganz mit gestreckten Armen, aber man spürt unbedingt die Kräfte. Ich habe das schon ein paar Mal an dem Tag gemacht, das habe ich geübt und naja, weil das sehr schwer ist, hat man dann irgendwann nicht mehr die Kraft. Gucken wir uns das mal an, das wäre ideal, naja, nicht ganz ideal, auch nicht diese gebogene Haltung, diese gekrümmte Haltung ist nicht ideal, aber ich habe eine komfortable Möglichkeit. Ich kann immer sagen, wenn ich es nicht mehr schaffe, stelle ich mich sofort hin. Ich schwebe hier ganz knapp über dem Boden. Nochmal rückwärts. Das ist jetzt Rückwärtslauf des Bildes. Auch hier die Plansche ist nicht richtig. Ne? Diese Plansche, diese Planke, die ist ja gekrümmt. Das habe ich falsch gemacht. Aber es ist eine Möglichkeit, die Kräfte zu erahnen, um zu sagen, aha, ich weiß, was auf mich zukommen wird. Probieren wir das nochmal vorwärts und ihr werdet sehen, dass das natürlich nicht sauber ist. Nicht sauber ist nicht unbedingt, dass man nicht mit nicht sauberen Übungen, schon mal die Übung Vorübung, vorüben kann, auf das man sie dann später richtig machen kann. So, ich hoffe, das ist eine Anregung, auch mal mit unsauberen Übungen später saubere hinzubekommen. Wenn man es nicht versucht, wird es nicht gehen. Probiert es einfach.